Die Autofahrt startet auf der Max-Planck-Straße Ecke Borsteler Chaussee auf der Höhe der Firma Block. Auf der rechten Seite die ehemalige Flora-Welt von Soko, heute Firma Röhrs, links die Soko-Heim- und Bauwelt, heute Firma Badenhub. Rechts sehen wir noch Reste der Firma Nordhaus. Die Bilder stammen aus dem Oktober 2007. Links der Neubau der ehemaligen Firma Schrader Ladenbau, heute sind dort mehrere andere Firmen ansässig. Wir biegen ab in den Berliner Ring. Der Bahnübergang ist heute beschrankt. Auf der linken Seite wurde ein Haus abgerissen und durch einen modernen Neubau ersetzt. Wir überqueren die Eisenbahnstrecke Bremen-Hannover. Im Jahr 2012 begann der Neubau der Eisenbahnbrücke über die Aller. Das Gebäude links wurde abgerissen. Heute steht dort ein Vierfamilienhaus. Ein Haus links wurde abgerissen, um Platz zu schaffen für eine neue Zufahrt zum Parkplatz des Krankenhauses und des Ärztezentrums. Wir fahren durch die Grüne Straße und den Anita-Augsburg-Platz. Hier hat sich nichts Wesentliches verändert. Das Vienna links an der Ecke wurde abgerissen. Dort entsteht zurzeit ein Wohngebäude. Die Durchfahrt über den Lugenstein war damals noch keine Fußgängerzone.
Geradeaus hinter dem Eckhaus sehen wir das Gebäude des Einrichtungshauses Hantelmann. Hier ist heute das Hotel am Allerpark. Aus meiner Sicht ein Highlight dieses Videos ist der folgende Streckenabschnitt, den es so nicht wiedergeben wird. Im Zuge des Neubaus der Südbrücke über die Alte Aller hat die Firma Mattei eine Pontonbrücke über die Alte Aller gebaut, damit der Verkehr während der Bauphase weiterhin aufrechterhalten wird. Die Bauzeit war von Mai 2008 bis April 2009 und hat über 1,1 Millionen Euro gekostet. Auftraggeber war die Stadt Verden. Das Originalvideo habe ich an dieser Stelle leider teilweise verschnibbelt. Ich füge deswegen einen Ausschnitt aus dem August desselben Jahres ein. Diese Strecke über die Alte Aller und den Allerstrom ist Ende des Jahres 2025 Geschichte. Nach Fertigstellung der neuen Nordbrücke werden die alten Brücken abgerissen. Den heutigen Kreisverkehr gab es damals noch nicht. Auf der linken Seite steht noch das Gebäude der Firma Leonhardt und Rennecke, später dann eine Filiale von Schmidt und Koch aus Bremen. Eingefügt sind ein paar Bilder vom alten Gebäude der Kreissparkasse Verden, das 2002 abgerissen wurde. Der Gebäudekomplex rechts wurde abgerissen und ein Neubau errichtet, der heute Abteilungen der Kreissparkasse Verden sowie Wohnungen beherbergt.
Links das Gebäude der Druckerei Kreuzkamp wurde abgerissen. Dort und auf dem Parkplatz von Leonhard und Rennecke entstand ein Fachmarktzentrum. Die Häuser links wurden vor ein paar Jahren durch einen modernen Neubau ersetzt. Auf der rechten Seite wurden kürzlich das Gebäude der Firma Weltsinn, später dann Heidesand, inklusive der Tankstelle abgerissen. Auch hier entstehen Wohngebäude. Damit sind wir am Ende dieses Videos. Vielen Dank fürs Anschauen.